Das soll jetzt nicht zum Politik-Podcaster kommen. Das mit The Rock als Politiker sehe ich auch so wie du. Er ist ja eigentlich an sich kein Politiker und sollte sich da sowas raushalten. Aber wenn er sich tatsächlich aufstellen lässt, wäre es vielleicht, ich halte ihn für so klug, dass er sich vielleicht denn auch die richtigen Berater ranholt. Das wäre vielleicht schon mal in die Richtung. Aber da muss man halt gucken, wie es halt wird. Das ist ja, dass Politiker, dass sie zum größten Teil ein großer Haufen verlogener Leute sind, die einfach nur ihren eigenen Vorteil sehen, zum größten Teil, ja, braucht man gar nicht drüber reden. Das mit dem Kapitol, ich glaube, da können wir ewig drüber streiten. Ja, dass sie vielleicht schon da eingedrungen sind, als er noch geredet hat, beziehungsweise es noch gar nicht erwähnt hat, ist klar. Aber ich glaube, mit seinen Aussagen hat er jetzt nicht wesentlich dazu beigetragen, dass es beruhigt wurde oder irgendwas. Also von daher, ja, es ist schwierig. Das ist so immer so aus der Ferne zu sehen, was denn richtig ist, was verkehrt ist. Irgendwelche Telefonate. Ja, natürlich sollte jedem klar sein, dass Sätze gerne aus dem Zusammenhang gerissen werden, nur um große Schlagzeilen zu haben. Und hier und da ist es, da muss man halt selber ganz vorsichtig sein. Ich hatte auch nur gesagt, dass Rock es vorhat, das zu machen. Ich habe dann einfach die Hoffnung, dass er sich mit genügend Fachleuten umgibt. Also einfach Leute, die ihn gut beraten, auf das denn besser wird. Das ist. Ich finde, ja, Politiker an sich, ich denke mit den Demokraten und mit den Republikanern, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es doch im Endeffekt wie in Deutschland mit der SPD und mit der CDU. Es ist völlig egal, wen du wählst. Es wird sich an sich, wird sich sowieso nichts verändern. Das ist so eins der wenigen Sachen, die man Donald Trump anrechnen kann. Er hat es nicht so wirklich wie ein Politiker gemacht. Er hat halt ein bisschen rumgewütet, so ungefähr. Was ich jetzt auch nicht immer gut fand. Und auch von seinen Aussagen her war das nicht alles sehr klug, was er gemacht hat. Zum Beispiel mit dem, was hat er gesagt? War das nicht so, wir sollten alle Chlor trinken, denn hätten wir das Problem mit Corona nicht? Ja, das ist so, es ist Amerikaner und Europäer halte ich jetzt für nicht. Nicht so unterschiedlich, aber ich glaube, ja, wenn es wirklich ein paar, also es würde mich nicht wundern, wenn es in Amerika wirklich ein paar Idioten gegeben hat, die wirklich Bleiche getrunken haben. Nur weil Donald Trump gesagt hat, ja, das könnte uns ja wie heißt es, Corona beschützen. Ja, nee, also das ist, so einige Aussagen sind halt einfach so sehr fragwürdig und aber gut, über Politik wollen wir hier nicht reden. Das ist, da warst du ein bisschen abgeschweift in die Politik. Also ich hatte halt nur das gesagt, was ich als News einmal gehört hatte. Und ist ja auch gut, dass du eine eigene Meinung dazu hast. Soll ja auch so sein. Ist halt nur über den großen Teich nicht immer ganz einfach. So. Ja, dein Nummer 10, Stone Cold Steve Austin. Ja, finde ich unter anderem, so wie du gesagt hattest, hatte ich ja schon oder hatten wir schon das meiste gesagt. Aber zu erwähnen bleibt vielleicht noch seine Fehde oder seine Dauerfehde, die er leider nie wirklich zu Ende führen konnte mit Brian Pillman. Es war eigentlich eine Dauerfehde, die eigentlich immer am Laufen war, so ein bisschen, bis Brian Pillman leider verstorben ist. Und ich weiß nicht, ob viele es wussten oder ob einige es wussten, wie auch immer. Stone Cold Steve Austin, damals noch Stunning Steve Austin, hat damals mit Flying Brian Pillman sogar ein Tag Team gebildet und das waren die Hollywood Blondes. Ein richtig gutes Tag Team, hat mir sehr gut gefallen. Steve Austin damals noch mit etwas längeren Haaren. Blonder Frisur halt. Ja, war in Ordnung, war ein gutes Tag-Team. Ich mochte beide.
mochte sie auch nicht zu mögen, also eigentlich das, was Heels auch sollen. Und ja, haben halt einen guten Job gemacht damals in der WCW. Und es waren eins der wenigen Tag-Teams, die so ein bisschen noch gut gewirkt haben. Also ich fand so WCW Tag-Team Wrestling war so gar nichts. Gut, was man denn noch, was ich dann auf Platz 8 habe, ist, ja, er passt einfach in die Riege mit rein, ist noch immer, ja, so halb aktiv, würde ich sagen. Aber passt voll mit rein, hat sich auch mit The Rock öfter angelegt, mit Triple H öfter angelegt. Gehört zum, ja, McMahon-Helmsley-Regime. Ich rede von Triple H oder wie Dirk so schön sagt, dreifach H. Und das Gimmick, was ich bei ihm eigentlich am besten fand, war einfach The Game. Also, wo er wirklich Kopfspielchen gemacht hat, wo er wirklich auf seinen eigenen Vorteil bedacht war und wirklich alles rausgehauen hat, die Zeit, wo er denn wirklich diesen hammercoolen Entrance hatte von mit dem Lied von Motorhead. Hammercool, war auch mein Lieblingsentrance bei. Jetzt muss ich lügen. Oh, war das SmackDown 2? Ich glaube, das war SmackDown 2, wenn ich nicht ganz verkehrt bin. Mein absoluter Lieblingsentrance. Und ja, seine In-Ring-Qualitäten. Also zu der Zeit war er wirklich nicht. Also er war einfach, man konnte ihn gut hassen. Ich fand es auch sehr cool, wie er zu der Zeit geredet hat. Er hat ja immer so hinten dran einfach so ein Ah gemacht. Also, das ist I'm the Gamer. And I won't beat you in the middle of the ring. Ja, und es gibt auch genug Videos, wo The Rock das denn verarscht. Zum Beispiel auch in dem, ich bin auch der Meinung, das ist dieses Segment, was Dirk meinte, mit dem. Oh, war das der Elimination Chamber? Was auch immer, was er da gesagt hat, ist, wo er halt ganz viele Leute anredet. Rikishi und I did it for the people. I did it for The Rock. Und Stone Cold Steve Austin und unter anderem auch Triple H. Richtig, richtig geil. Ich muss sagen, ich fand Triple H in der Zeit wirklich den besten In-Ring-Performer. Also jetzt vielleicht nicht der Beste vom Mic-Work her. Also da finde ich, standen Stone Cold und The Rock noch drüber. Aber einfach dieses auch im Ring, dieses Kopfspielchen-mäßige, was er denn drauf hatte so ein bisschen und so. Das ist einfach. Er ist einfach ein hammerguter Wrestler, hat richtig gute Grundlagen. Was ich finde, was man damals nicht so gesehen hat bei seinem Hunter Hearst Helmsley-Gimmick, sei es in der WCW oder in der WWF, sein Terror Rising-Gimmick und so, da hat man das alles nicht so gesehen, fand ich. Aber es kam einfach so raus. Sein heftiger Spinebuster, sein Pedigree. Das Knee, das High Knee und Knee Drop und was er nicht alles gehabt hat. Ich muss sagen, das Match, was mir mit Triple H denn auch am meisten im Kopf geblieben ist, es gab genug Schlachten mit The Rock, mit Big Show, mit Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle und wie sie alle hießen, die haben ja alle gegeneinander gekämpft. Und Triple H war eigentlich immer so ein harter Kerl. Also ich finde, auch wenn da zur Musik King of Kings rein in die Halle kommt, es ist irgendwo noch dieser The Game-Charakter, der einfach versucht, seinen eigenen Vorteil aus allem zu ziehen, was irgendwie geht. Das präsenteste Match war eigentlich an sich kein so heftiges Match an sich, finde ich. Aber das Ganze rundherum hat einfach so gepasst. Es war einfach, das Match an sich war, ja, die beiden, die sind halt so alt gewesen, dass es, ja,
Die waren halt beide schon weit über ihren Zenit hinaus. Ich spreche über das Match, das Dirk schon angesprochen hatte bei, nein, bei WrestleMania. No Way Out, wollte ich sagen. Bei WrestleMania gegen Sting. Als einfach, ich habe es damals live gesehen. Und als dann erst die DX dazu kam und die Leute völlig ausgerastet sind und Sting stand halt allein gegen die DX, die standen draußen rum und Triple H stand halt im Ring gegen Sting und auf einmal ging die Musik der NWO los, einfach dieses geile Gitarrenriff einfach und einfach, die Leute sind völlig ausgerastet. Natürlich hat man gesehen, dass Hall, Nash und Hogan einfach in die Jahre gekommen waren und alles, aber einfach richtig geil, dieser Moment. DX, MWO treffen aufeinander, ein riesen Clash einfach und das ist einfach das, worauf die Leute jahrelang gewartet haben. Ich fühlte mich auch sofort zurückgeworfen, einfach an den Punkt, wo Triple H China, Shawn Michaels, nee, Shawn Michaels war glaube ich nicht dabei. Also wo die Ex-Leute, außer ich glaube meine Shawn Michaels war nicht dabei, wo sie mit einem kleinen, ja mit einem Jeep praktisch, wo eine Kanone draufgeschraubt war, in Richtung der WCW-Veranstaltung gefahren sind, die zur selben Zeit in derselben Stadt waren. Und sie sind halt mit der Kamera dabei gewesen, sind halt hingefahren und fingen halt an, da vor den Toren rumzupöbeln und so. Und wollten halt reingelassen werden, wollten halt wirklich die WCW fertig machen und hier und da. Und sie, im Endeffekt, sie hätten keinen Plan gehabt, was sie hätten machen wollen, wenn Eric Bischoff sie reingelassen hätte. Das hatte, oh, war das in der Doku, glaube ich, in der Monday Night Wars Doku, da hat es, glaube ich, Triple H gesagt oder so, wir hätten im Leben nicht gewusst, was wir gemacht hätten, wenn wir reingekommen wären. Also ich hätte, also was die WCW und die WWF damals hätten machen können, meiner Meinung nach, also was halt richtig geil gewesen wäre, wenn sie diesen War beibehalten hätten, ganz ehrlich, für die Quoten von beiden Shows war es hammergut. Und dann halt einfach auch mal vielleicht einfach so so ein Invasion-Angle so ein bisschen und also so ein bisschen abgesprochen halt, aber dass es halt einfach so spontan wirkt, das wäre richtig geil gewesen. Also ich hätte es richtig geil gefunden, hätten die WWF-Guys, also von der DX, wenn die es geschafft hätten, live ins Fernsehen bei der WCW reinzukommen und da wirklich Stress und Stunk zu machen und was denn abgegangen wäre, richtig gut. Vor allen Dingen Triple H kennt ja wahrscheinlich auch noch viele Backstage und so. Und vor allen Dingen wäre es dann interessant gewesen, wer denn überhaupt was dagegen gemacht hätte. Von sich aus. Wenn das wirklich völlig unvorbereitet gewesen wäre, dann hättest du, glaube ich, wirklich gesehen, wer für die WCW einsteht und wer einfach denkt, so, à la Chris Jericho, ich habe die Schnauze voll, mir ist es sowieso völlig egal hier. Cool, dass ihr hier seid, so ungefähr. Triple H kennen die meisten ja sowieso. Er war ja als Hunter Hearst Helmsley damals da und sensationell gut. Also, das ist dieses, also wäre das noch weitergegangen, ich hätte es gefeiert ohne Ende. Und ja, Triple H. Was mir dann noch so in Erinnerung geblieben ist aus den jüngeren Vergangenheit, ist zum Beispiel dieses unglaublich harte Match gegen Batista bei WrestleMania, wo er sich am Nasenpiercing von Batista zu schaffen gemacht hat, mit einer Zange oder machen wollte. Ja, das war gut. Ich fand auch die Matches zwischen, waren nicht auch einige Matches von Ric Flair gegen Triple H, die habe ich so in Erinnerung irgendwie, auch als nicht ganz verkehrt. Also Triple H ist schon wirklich ein In-Ring-Worker, wie man ihn ja lange, lange suchen müsste. Also ich fand, er war eigentlich immer
einer der besten In-Ring-Worker. Am Mike lassen wir das so hingestellt, aber er spielt seine Rollen einfach so verdammt gut. Auch ich könnte jetzt auch noch seine Persona nehmen als Corporate Guy, finde ich auch cool. Und bei mir hat er vor allen Dingen einen Stein im Brett, was er aus NXT gemacht hat. Jetzt im Moment ist es natürlich so, Vince McMahon nimmt natürlich auch noch ein bisschen Einfluss darauf und ich hoffe einfach mit dem Verständnis, was Triple H hat, vom ganzen Wrestling und so, dass er wirklich für WWE denn vielleicht auch nochmal die Wende wirklich bringt, dass auch wirklich storymäßig mal wieder mehr los ist, weil Backstage soll das ja so sein, dass die Leute sich nicht mehr, Mühe geben, irgendwie groß irgendwas zu schreiben, irgendwas Kreatives, irgendwie was Innovatives, was so noch nicht da war, einfach was Neues, weil Vince McMahon das meiste ja sowieso wieder umschmeißt und sagt, nee, das wollen wir nochmal neu haben und das kann auch eine halbe Stunde vor der Show sein, dass während die Show läuft, das Skript erst fertiggestellt wird. Ja, ich finde, so kann man einfach nicht arbeiten und ich glaube, da ist Triple H denn auch ein bisschen, dass er den Leuten vielleicht auch ein bisschen Freiraum lässt, vielleicht auch ein bisschen die einfach auf dem Weg dahin, die Story zu entwickeln, hinbegleitet. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass The Game irgendwann einfach auch so ein bisschen die Rolle von Vince McMahon übernimmt. Also, ich hoffe nicht, dass Vince McMahon jetzt stirbt oder so, das soll man sich nicht, also ich gehe davon aus, ganz aus dem Wrestling wird er erst verschwinden, sobald er gestorben ist. Aber wenn das ein bisschen die Leitung auch an Triple H übergeben würde und vielleicht auch ein bisschen mit ihm zusammenarbeiten würde, vielleicht mal einsehen würde, dass Triple H auch ordentlich Verstand hat damit und dass man daraus einfach bessere Shows für alle entwickeln könnte. Und warum nicht, wie heißt das, ich finde, man könnte auch gut, um jetzt wieder zum Gimmick zurückzukommen, wenn Triple H wirklich irgendwann übernommen hat, sei es jetzt in, sagen wir, 10 Jahren, dann sind seine Töchter, die müssten ja auch schon denn fast erwachsen sein, dass die dann vielleicht auch schon, ich glaube, hat er nicht 3 Töchter? Ich glaube, er hat 3 Töchter. Wenn die wirklich auch das Talent von dem Vater mit haben, also denn steht dem Frauenwrestling noch eine ganz, ganz große Zukunft bevor. Und wenn sie denn auch noch so hübsch sind wie ihre Mutter, dann läuft das Ganze. Solange sie nicht die Nase von ihrem Vater haben. Und ich muss sagen, Triple H ist ja auch so ein sympathischer, wie heißt das, Typ einfach im Endeffekt. Aber wenn er wirklich das mal irgendwie so ein bisschen übernehmen würde mit dem Booking und so ein bisschen, ich glaube, wenn das so in Richtung NXT, bevor es zum Fernsehen kam, ging oder gehen würde, wäre schon mal nicht ganz verkehrt. Ja, einige werden verschreckt werden, aber ich glaube, damit könnte man auch das jüngere Publikum wieder ansprechen, weil ich finde, dafür zum Beispiel, also jetzt schreiben wahrscheinlich wieder einige AEW-Guy, bla 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 bla, Fanboy, was auch immer, ist mir egal. Ich finde es beeindruckend, was AEW in dem Jahr, jetzt fast 1,5 Jahren, nicht ganz, im Fernsehen geschafft haben. Sie haben es geschafft, also, oder WWE hat es geschafft, Raw so weit runter zu wirtschaften, dass an richtig guten Tagen, dass AEW es geschafft hat, in der Hauptzielgruppe an Raw ranzukommen. Ich glaube, so ein, zwei Mal hatten sie sogar geschlagen. Aber das ist einfach so, es sind fucking nochmal 1,8 Millionen bei Raw und nicht mal 1 Million Zuschauer bei AEW. Da sieht man einfach fast das Doppelte oder so ziemlich genau das Doppelte an Zuschauern, aber die Zuschauer in der werberelevanten Hauptgruppe bei AEW, die sind einfach,
die Fans, die das gucken, sind einfach mehr in der Zielgruppe als bei WWE. Bei WWE, wenn man sich das mal anguckt, da sind die meisten Leute so um die 50 Jahre rum, die das gucken. Und ganz ehrlich, das sind die, die noch aus der Attitude-Ära hängen geblieben sind im Endeffekt. Aber die werden auch immer weniger, weil die sich das einfach nicht mehr mit angucken können, was da passiert. SmackDown macht es einigermaßen in Ordnung. Aber ich würde mal sagen, WWE kriegt richtig Schwierigkeiten. Also sie werden trotzdem noch einen guten TV-Deal kriegen, davon gehe ich mal aus. Aber ich glaube, es wird richtig schwierig werden zu argumentieren bei, ist es nicht Fox, wo die sind? Ich glaube, das ist Fox, wo die sind. Wenn auch nicht. Also wenn sie jetzt zum TV-Sender gehen, wo jetzt Raw läuft und sagen, wir hätten gerne wieder einen 5-Jahres-Vertrag über 1 Milliarde Euro oder 1 Milliarde Dollar, also jedes Jahr 200 Millionen. Und dann könnten mich auch der Fernsehsender sagen, weil TNT, der läuft ja auch bis 2024. Irgendwie sowas meine ich war das. Irgendwie 23, 24 rum. Beide hören nämlich auf im selben Jahr. Und dann wird der TV-Sender auch sagen, warum soll ich denn jetzt Raw so teuer einkaufen, wenn die in der werberelevanten Gruppe fast genauso gut sind wie AEW, und AEW kriege ich für einen Bruchteil von dem Geld. Also ich glaube, da wird nochmal die ganze Wrestling-Welt durcheinander gewürfelt werden. Da wird die ganze Wrestling-Welt nochmal durcheinander gewürfelt werden, wenn es an die nächsten TV-Verträge geht. Weil AEW entwickelt sich ja richtig gut. Kann natürlich auch irgendwann stagnieren oder wie heißt das, oder sich in eine andere Richtung entwickeln, natürlich. Aber ich glaube, dadurch, dass so viele junge Leute dabei sind, dass so Leute dabei sind, die einfach Ahnung haben von dem, was sie tun, dass das Produkt einfach auch jünger wird, dass einfach die Ideen anders sind, was möglich ist, was man an Story machen kann, sich vielleicht an Film orientieren oder sonst irgendwas, neue Gimmicks erschaffen, Gimmicks wirklich auch durchzuziehen. Also, dass die Leute nicht jetzt nur ich bin groß, ich bin Big Show, heute bin ich Face, morgen bin ich Heel und um Mitternacht bin ich Tina noch. Ja, keine Ahnung, das ist halt so ein Hin und Her einfach. Das ist, ich finde einfach so, wie es bei AEW erzählt wird, ist ganz cool. Ich hoffe, dass es auch so ein bisschen bleibt, dass sie auch die Pay-Per-Views nicht so viel machen. Also ich finde es ganz cool, wie sie es machen, dass sie TV-Specials haben einfach, wie jetzt Beach Blast oder, was hatten sie jetzt beim Jahreswechsel? Oder war das Beach Blast? Bin ich ganz sicher. Also die haben halt immer TV-Specials zwischendrin. Das ist halt ganz cool und nicht die ganzen Pay-Per-Views, und können dann einfach die Pay-Per-Views auch besser aufbauen. Und wie heißt das? Und kassieren ja auch dadurch ein bisschen Geld noch. AEW soll ja auch noch jetzt höchstwahrscheinlich noch eine zweite TV-Sendung kriegen. Da bin ich mal gespannt, auf welchen Tag das fällt. Wie heißt das? WWE redet ja schon davon, dass NXT jetzt auch noch einen zweiten Tag, zweiten Fernsehplatz haben soll. Aber das kann jetzt auch alles sich ändern, da ja der Sender, wo NXT läuft, jetzt wohl auch Baseballrechte hat, und Baseball läuft immer zeitgleich mit NXT zum Beispiel, also würde NXT wieder wegrutschen. Und WWE möchte ja einfach NXT als Gegenstück zu AEW bringen, was jetzt auch nur bedingt klappt. Natürlich, wenn einer von beiden dann nicht senden kann an dem Tag,
sei es wegen der Debatte im Fernsehen oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich, besser für den anderen, weil dann einige Zuschauer zum anderen rübergehen und umgekehrt. Dadurch hat AEW unglaublicherweise auch ein paar Mal schon eine Million geknackt, was Wahnsinn ist einfach. Und ja, ich finde zum Beispiel, eine zweite Show wäre ganz gut, wenn man die so ein bisschen aufbaut wie eine, ja wirklich wie eine B-Show und da auch gute Teams und alles antreten lässt und gute Einzelwrestler und alles, aber das ein bisschen auch so als Entwicklung sieht. Wie heißt es? Es gibt ja schon AEW Dark, was ich persönlich ein bisschen sehr lang finde. Und also ich glaube, da sind immer so an die 12 bis 14 Matches. Ist ein bisschen schwierig manchmal. Also ich gucke das auch nur ganz unregelmäßig und dann immer mal wieder ein bisschen, weil 14 Matches am Stück ist dann auch ein bisschen viel. Aber sie benutzen zum Beispiel auch YouTube als Präsentation für eine eigene Show von Leuten, die es nicht in die Show schaffen, aber von da sind auch einige schon hochgekommen. Einige Tag-Teams zum Beispiel. So wie Top Flight zum Beispiel. Richtig gut. Gutes High-Flying-Team, junge Leute. Und die da einfach ein bisschen Erfahrung sammeln können und dann zu Dynamite hochrutschen und dann auch da ein gutes Showing kriegen. Ich glaube, wir haben auch ganz gute Coaches, was das angeht. Mit Dustin Rhodes und Cody Rhodes, die machen das ja so ein bisschen verpflichtend für Talente und da, und ein bisschen Training und hier und da. Und Kenny Omega, der kümmert sich ja um die Frauen. Ja, Frauen ist so das Schwachding bei AEW im Moment, haben aber auch ganz gute Frauen da. Wie ich schon vorhin bei CM Punk gesagt hatte, Serena Deeb zum Beispiel, ist eine ganz gute. Britt Baker ist jetzt nicht die beste Wrestlerin, aber hat einen ganz coolen Charakter, verkauft den auch ganz gut. Und kann damit auch eine Menge kaschieren im Endeffekt. Und dann hat man die Young Bucks, die so ein bisschen für die Tag Teams verantwortlich sind. Und da passiert ja auch eine ganze Menge. Also, und in den Tag Teams sind ja auch viele Leute mit eingebaut, die einfach über kurz oder lang einfach zu wirklichen Single Stars werden können. Zum Beispiel, wenn man da einen Jungle Boy nimmt, der Sohn vom verstorbenen Luke Perry ist. Er aber von sich aus sagt, was ich richtig, richtig gut finde, er möchte sich nicht über den Namen seines Vaters profilieren, er möchte einfach als er selber, wie heißt das, selber den Durchbruch einfach schaffen und nicht, weil er der Sohn seines Vaters ist. Also man sieht zwar eine Ähnlichkeit da, aber mit der Frisur und so, das ist, da sieht er sowieso ganz anders aus, hat noch eine coole Musik gekriegt. Also ich glaube wirklich, dass das einer für die Zukunft ist. Darby Allin, wenn er sich jetzt nicht schwerer verletzt durch seinen Wrestling-Stil, der könnte auch noch was ganz Großes werden. Sammy Guevara. Und ja, ich glaube, Miro kann auch noch eine ganze Menge reißen, wenn er jetzt mal langsam ein bisschen aufdreht, weil man weiß ja, was man mit ihm machen kann. Und ich glaube, die AEW wird ihn auch noch richtig einsetzen. Jetzt im Moment hat er halt so ein Gimmick, was er halt gerne haben möchte. Aber ich glaube, über kurz oder lang wird er auch einfach wieder der krasse Typ werden und dann wird er auch da im Main Event Picture rumhüpfen. John Moxley blüht total auf, der ehemalige Dean Ambrose. Man sieht einfach, wie WWE ihn zurückgehalten hat. Chris Jericho kommt langsam in die Jahre, aber er tritt auch meiner Meinung nach gefühlt ein bisschen kürzer jetzt, macht auch oft Kommentar und all sowas. Versucht noch die jungen Leute ein bisschen mit over zu bringen. MJF gehört natürlich auch mit die Zukunft. Also ein super Heel ist man gerade, ich meine 25 und ist schon weiter als so manch anderer. Einfach super der Typ. Und
Tag-Teams, dann haben sie auch noch Power and Glory. Nee, Power and Glory, Quatsch, die waren ja bei, damals bei der WWF. Gott, wie hießen die denn? Power and Guts? Irgendwie, ach, die ehemaligen Impact Tag-Team Champions. LAX, genau. Tito, Ortiz und Santana. Sind auch ein richtig, richtig gutes Tag-Team. Also Inner Circle, ja fast komplett, bis auf Wardlow. Ja, Wardlow kann noch so ein guter Mid-Kader werden, genau wie Jake Hager. Oder Hagar, oder wie auch immer genannt werden soll. Der ehemalige Jack Swagger aus der WWF. Oder WWE, die können halt noch was werden. Aber damit das was wird, glaube ich, müsste wirklich noch so ein kleiner War irgendwie entstehen. Bin mal gespannt, was jetzt noch alles passiert. Ich bin jetzt voll in die AEW abgedriftet. Ich war eigentlich bei Triple H. Nein, und ich glaube einfach, dass wenn man Triple H machen lassen würde, so wie er sich das vorstellt und er als Gegenstück zu, ich glaube, ich habe es gerade verkehrt gesagt. Ich habe gesagt, dass AEW den Sendeplatz wechseln müsste. Das wäre NXT, die den Sendeplatz für Baseball freimachen müssten. Nur so kurz zur Korrektur. Also wenn Triple H wirklich NXT so aufziehen könnte und die Charaktere so aufbauen könnte, wie er das gerne hätte, nach seinen Vorstellungen, ich glaube, dann könnte NXT auch wirklich, wirklich wieder wichtig werden. Ich finde sowieso, dass NXT eigentlich als Brand behandelt werden sollte. Also wirklich als dritter Brand, meinetwegen auch einfach als C-Show, dass sie dann aber auch neue Leute reinkriegen vom Shake-up und nicht immer wieder neu aufgebaut, dass sie auch mal ein, zwei Leute einfach dann reingeschickt kriegen. Keine Ahnung, schicken Kevin Owens da rein. Ganz ehrlich, ich finde, der geht so unter. Der wird jetzt nur von Roman Reigns fertig gemacht, obwohl der Typ so viel kann. Wie geil wäre das denn, wenn er wieder NXT-Champion werden würde? Ich fand es so geil, wie er damals, wie heißt das, zu Raw gekommen ist, glaube ich, war das damals. Er kam rein als NXT-Champion, fordert John Cena einfach raus und macht ihn einfach fertig mit seiner geilen Pop-Up-Powerbomb. Es ist einfach, es ist so einfach. Es kann so einfach sein. So ein geiler Typ, der muss doch aggressiv ohne Ende dargestellt werden. Das ist, auch wenn er ein bisschen nicht so aussieht, nicht so fit aussieht, wie Vince sie gerne hätte, à la Chris Masters Masterpiece, der wahrscheinlich auch wieder zurückkommen soll, der im Gespräch ist. Der übrigens für meine, ich hatte ihn live gesehen damals, ich glaube sogar mit Dirk. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, genauso wie Viscera. Da wird man aber noch drauf eingehen. Also, die waren live, waren sie gut, aber ja, sonst sind sie halt nicht so zu gebrauchen gewesen. Und Kevin Owens wäre bei NXT super aufgehoben. Ein Andrade, der völlig untergeht, wird jetzt wahrscheinlich nicht zu NXT runtergehen, weil er mit Charlotte auch zusammen ist und wird wahrscheinlich dann auch in ihrer Nähe bleiben. Aber du könntest so viel machen. Einfach auch sagen, du hast NXT, da sind die, die richtig gut wresteln können. Du hast SmackDown, da ist vielleicht das Hauptaugenmerk auf Tag Team Wrestling. Und der Unterschied dann noch bei Raw ist zum Beispiel, da hast du so die ganzen Frauen meinetwegen. Also, dass du halt ein bisschen kompakter das machst, was du hast. Dass du es halt kompakt in eine Show packst, dass du wirklich alles, dass du sagen kannst, hey geil, ich stehe auf Tag Team Wrestling. Richtig gut, dann gucke ich mir SmackDown an. Da wird auch ein bisschen Einzelwrestling sein, aber da haben sie auch so coole Tag Teams, wie die richtig gut eingesetzt werden, wie die Viking Raiders zum Beispiel, die Dirk auch genannt hat. Meinetwegen auch Tucker und Otis fand ich einigermaßen die zwei Matches, die ich gesehen habe.
Aber du könntest so Tag Teams viel besser einsetzen, Singles Wrestler. Und ja, du könntest ja auch, wie heißt das, dass die Leute wirklich für Show unterschreiben. Also das ist wirklich, dass man sagt, Raw ist wirklich ein Brand für sich. Also dass es praktisch eine eigene Liga ist. SmackDown ist eine eigene Liga und NXT ist eine eigene Liga. Und dass die Leute auch hin und her wechseln können mit irgendwelchen Klauseln, was auch immer. Dass du dann wirklich guckst, dass du, also dann müsst ihr natürlich dann auch wieder eine Entwicklungsliga haben im Endeffekt, dass du dann da Leute wieder hochziehen kannst. Aber dass du dann auch sagst, wir haben NXT World Champion und dann vielleicht den Cruiserweight Champion und keine Ahnung. Dass du wirklich dann sagst, World Cruiser und vielleicht noch ein TV Champion wäre ganz cool. Dass du das dann auch hast, wie heißt das, dass die eine Art General Manager haben und dass sie dann auch so Verträge untereinander schließen, dass sie dann sagen können, ist ja schön und gut, dass du die Tag Team Champions hier bei dir hast. Aber ich habe hier einen Herausforderer für deine Tag Team Champions, die gehören zu meiner Show. Dass man auch so einfach, dass es dann halt weniger Gürtel gibt, aber dass sie dann halt einfach von Show zu Show getragen werden, einfach. Das ist, dass du dann sagst, wie heißt es, dass SmackDown dann versucht, sich ihre Tag Team Titel im Endeffekt den wieder von NXT wieder wegzuholen und dass du so halt so ein bisschen Dynamik einfach drin hast, dass du dann sagst, wie heißt das? Ja, eigentlich gehört der Tag Team Titel gehört eigentlich zu SmackDown. Dass entweder dann versucht wird, vom General Manager die Champions dann rüber zu SmackDown zu holen oder dass denn ja, oder dass man einfach sagt, WWE Champions, Tag Team Champions sind jetzt bei NXT. Dann müsste bei NXT auch drum gekämpft werden, zum Beispiel. Und dasselbe gilt dann auch für die anderen Gürtel. Und das ist dann halt ein Raw Champion, ein SmackDown Champion. Und dann gibt es das als Überbegriff vielleicht den WWE Champion einfach. Dass der WWE Champion überall verteidigt wird. Der WWE Tag Team Titel wird überall verteidigt. Es ist einfach so, dass die Titel weniger werden, dass es auch was Besonderes ist, einen Titel zu haben in der Show. Und ja, ich finde so, keine Ahnung, lass es zwei, drei Titel pro Show sein. Das wäre doch mehr als genug, dass es dann auch einzelne gibt, die in jeder Show rumgereicht werden können. Dass das meinetwegen nur WWE-Titel sind und nicht NXT oder Raw oder SmackDown-Titel. Also dass jede Sendung halt feste Titel hat, die nur bei deren verteidigt werden können. Und WWE ist halt so ein bisschen Überbegriff einfach, dass der World Champion, also dass sie da den Besten rausfinden oder was, dann könnte man auch bei Survivor Series so viel machen einfach. Das ist drei Brands gegeneinander. Ja, also ganz ehrlich, denn wird auch beim Shake-Up wird es auch richtig interessant, wenn man dann wirklich das Gefühl hat, dass sie wirklich versuchen, gegenseitig die Leute abzugreifen einfach. Und da wäre ein Triple H, glaube ich, richtig geil aufgehoben. Ich glaube, er könnte so viel erreichen, so viel machen einfach. Sich mit im eigenen Produkt selber einfach so viel Konkurrenz zu machen, so geile Geschichten zu erzählen. Dann könnte man ja auch die Kader so ein bisschen zurecht schrumpfen im Endeffekt. Man muss ja Leute nicht feuern, man kann ja auch die Verträge auslaufen lassen. Und dann einfach sagen, wie heißt das, Raw geht noch 2 Stunden, so wie SmackDown, dann wird es auch schneller, knackiger und dann wäre es auch ganz gut. Dann könnte man ja auch über TV-Specials oder Network-Specials oder irgendwie sowas nachdenken. Also, man könnte da so viel machen, wenn man jetzt philosophieren würde. Ich könnte noch 2 Stunden gefühlt weiterreden, was man meiner Meinung nach alles machen könnte, sollte. Und
Aber ich glaube, für sowas, um sowas aufzustellen, wäre Triple H genau das Richtige. Und dann einfach als General Manager von Raw oder von NXT meinetwegen und dann wirklich als The Game. Also dann wirklich so einfach nur auf seinen eigenen richtigen, heftigen Vorteil, ohne Rücksicht auf Verluste, auch meinetwegen Leute opfern dafür so ungefähr, nur um seinen Willen durchzusetzen. Und ich glaube, das würde dem Wrestling wirklich weiterhelfen. Und ich glaube, nur dann könnte NXT zum Beispiel auch AEW wirklich, wirklich in den Ratings gefährlich werden. Und wirklich, wirklich irgendwie einen Schaden anrichten. Und jetzt versucht WWE nur mit NXT ein Produkt hinzustellen, dass die Leute da von AEW weggehen, dass AEW ein bisschen geschadet wird, aber ganz ehrlich, da ist so wenig Schnittstelle, das schadet so wenig. Aber ich glaube, Triple H sieht das. Das Problem ist einfach, seitdem NXT im Fernsehen ist oder im Kabelfernsehen läuft, hat Vince McMahon seinen Finger mit drauf, das merkt man einfach. Und das ist absolute Grütze. Da muss er wirklich noch besser werden. Was er mit seinen, ich glaube, 74 mittlerweile, 75, wo nicht mehr werden wird. Und deshalb vielleicht einfach sein Sohn, seine Tochter und seinen Schwiegersohn einfach mehr mit einbinden, mehr machen lassen. Und ich glaube, Triple H könnte aus NXT so viel mehr machen. Er hat es ja schon gezeigt, dass man mit NXT richtige Stars rausbringen kann. Nur die Four Horsewomen mit Becky Lynch. Richtig gut, gefiel mir richtig gut in ihrem Man-Gimmick. Aber ich hoffe, sie genießt jetzt erstmal die Zeit als Mutter. Denn Bayley ist auch eine sehr, sehr gute Wrestlerin. Müsste man noch ein bisschen am Gimmick überarbeiten. Und das Face, glaube ich, auch viel besser aufgehoben als das Heel. Aber da muss man mal gucken, weil wenn sie denn wirklich so das aufbauen kann wie bei NXT, dass sie wirklich so dieses Superface ist, wäre richtig cool für die Frauendivision. Sascha Banks, richtig coole Workerin, kommt auch richtig cool rüber, ist wirklich nicht so gestellt. Und als Gegnerin von Bayley, die haben richtig geil Last Woman Standing Matches, ich glaube sogar ein Cage Match hatten die. Hammer cool, richtig gut. Und dann natürlich Charlotte Flair noch dazu. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Wrestlerin, die es gibt in der WWE. Und dann ist da noch Asuka und die haben noch so viele mehr. Bianca Belair. Und es ist einfach traurig, was man daraus macht, aus den guten Frauen, die man da hat. Vielleicht könnte man auch rein theoretisch wirklich, wenn man von NXT noch irgendwie einen Abstecher ins Fernsehen haben möchte, dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass man eine eigene Frauenshow im Prinzip machen könnte. Wie heißt das? Wo denn also hauptsächlich Frauen sind und dann, wie heißt das? Und dann sind Männer halt so eingesetzt wie Frauen hier. Also dass Männer-Matches halt so ein bisschen rar sind, dass die halt 6 oder 8 Männer da einfach rumlaufen haben. Und ja, Intergender-Matches habe ich ja sowieso schon drüber geredet, fände ich auch richtig cool. Könnte beiden Seiten wirklich weiterhelfen. Ist ja genauso wie im Fußball, dass es ja, ich glaube persönlich, natürlich gibt es immer Ausnahmen, an sich robuster vom ganzen Körperbau her und so sind Männer. Allerdings glaube ich, dass Frauen auch viel an Technik besser drauf haben. Also, dass sie halt wendiger sind einfach. Also ich könnte mir auch gut eine Bundesliga mit Frauen und Männern vorstellen. Also, ist das nur so ein Beispiel. Also, und das Gleiche gilt ja auch beim Kämpfen. Im Endeffekt, das sind Showkämpfe. Man könnte ja auch so viel machen einfach, dass Frauen besser werden, dass Männer besser werden. Und Intergender-Matches sind ja, glaube ich, in Japan auch schon öfter passiert. Und ich glaube, da auch eher an der Tagesordnung als im Rest der Welt. Gab es auch schon in Deutschland zum Beispiel, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen,
Ich hatte mal ein Interview mit ihr gehört und das war auch einfach so, dass sie mit Modo, glaube ich, aus der NEW, also NEW von Alex Wright, dass die beiden halt zusammen Tag Team Champions bei der WXW geworden sind, was WXW, sind zusammen auf der Tag Team Champions geworden, also kein Mixed-Gender-Tag-Team, sondern halt ganz normale Tag-Team-Champion. Und richtig, richtig gut. Also das ist so... Ja, das ist einfach so, ich finde, die Leute, die wachsen doch einfach mit der Herausforderung. Und wenn du dann wirklich Frauen hast, die wirklich denn auch was drauf haben, dann dürfen sich die Männer dann auch nicht zu schade sein, sich mal für die Frauen hinzulegen und umgekehrt. Also, ja, das ist... Ich glaube, Frauen-Wrestler sind mittlerweile besser als jemals zuvor, obwohl es natürlich zuvor schon Mickey James gab, die gibt es heute noch, auch immer noch eine wunderschöne Frau meiner Meinung nach, denn Trish Stratus zum Beispiel, die auch ihr Vorbild war, auf jeden Fall laut Storyline, und ich kann mir auch vorstellen, dass, also die ist wirklich gut geworden, die hat sich vom Bademodenmodel zu einer richtig guten Wrestlerin entwickelt. Lita, ja, ist auch in einigen Sachen sehr gut gewesen. Meiner Meinung nach im Endeffekt besser als Sidekick so zu sehen, als Wrestlerin von den Hardy Boys zum Beispiel, aber ihre Moonsaults hammergut. Und ich finde so einfach, da sollte man ein bisschen mehr drauf bauen, dass man sagen kann, NXT steht dafür. Triple H, der ist rücksichtslos, der macht alles dafür, dass es dann weitergeht. Oder denn, dass NXT, der meinetwegen sonst noch William Regal behält, Entschuldigung, dass er wirklich William Regal behält. William Regal könnte ich mir auch als GM so gegen andere GMs richtig, richtig gut vorstellen. Richtig cooler Typ. Ja, und dann muss man halt noch die richtigen Figuren einfach finden für SmackDown und für Raw. Aber da gibt es ja bestimmt auch Backstage einfach Leute. Ganz ehrlich, nimm für Raw meinetwegen Ric Flair. Der läuft ja sowieso rum. Dann setz ihn gleich als General Manager ein oder irgendwas. Lass ihn da noch seine letzten 10 Jahre rumlaufen. Woo, woo, woo. Und Wahnsinn, da hätte ich echt Bock drauf. Ric Flair ist auch mittlerweile einfach einer, den ich... wirklich erst in den letzten 10 Jahren wirklich zu schätzen gelernt habe, als ich ihn auch damals, ich glaube sogar, war das auch mit Dirk oder war das mit anderen? Ich weiß das gar nicht. Den hatte ich auch zum Beispiel live gesehen als Intercontinental Champion noch. Ich glaube sogar gegen Kurt Angle. Und richtig, richtig geiles Match. Ric Flair hat mir in der Zeit richtig gut gefallen, ist immer richtig aufgeblüht. Falls jemand nicht so viel über Ric Flair weiß oder gerne mehr wüsste, ich kann einen anderen Podcaster sehr empfehlen, kann ich auch dir empfehlen, Dirk, den Headlock-Podcast, und da gibt es einen Karriere-Podcast über 3 Stunden insgesamt, aufgeteilt in 2 Teile, je 1,5 Stunden, die ersten 20 Jahre von Ric Flairs Karriere, wie er angefangen hat, wie er entdeckt wurde und ja, da, richtig cool. Und dann auch noch die letzten Jahre, also bis heute. Und da kam viel dabei raus, was ich gar nicht wusste, auch viel vom Backstage und so, dass er auch eigentlich der war, der Hulk Hogan zum Beispiel in die WCW geholt hat und der sich eigentlich mit Hulk Hogan soweit auf einer professionellen Ebene gut verstanden hat, der dann auch leider von Hulk Hogan ein bisschen mit Füßen getreten wurde im Endeffekt und eine ganz interessante Geschichte, sollte man sich vielleicht anhören. Und er ist ja auch ein guter Freund von Triple H, damit wir da wieder zurückkommen. Als The Game fand ich ihn richtig, richtig gut. Ich finde auch seine offizielle Rolle, die er als Authority Guy hatte, ist im Endeffekt auch The Game gewesen, bloß halt ohne die Sprechweise, dass er überall da ein dahinter gehängt hat. I'm the Gamer!
and I will beat you in the middle of the ring. Und danach, da mache ich meine Frau klar. Ach nee, warte mal, das war was anderes. Deswegen Triple H, ganz klar. Bei mir auf Nummer 8, sogar noch vor The Rock und Steve Austin. Obwohl, die sind alle drei halt persönlich auf einer Ebene, aber Triple H fand ich im Ring halt noch wesentlich geiler. Und ich glaube, von Triple H als The Game, Authority Guy, wie auch immer, da kann man auch in Zukunft noch eine Menge sehen, spätestens wenn Vince McMahon dann nicht mehr ist, nicht mehr kann. Dann denke ich, wird er mit Stephanie übernehmen, vielleicht auch in Kooperation mit Shane. Das könnte noch ganz cool werden. Da freue ich mich schon ein bisschen auf die Zukunft, was denn da kommt. Natürlich wünsche ich Vince nichts Böses, aber für das WWE-Produkt wäre es ganz gut, wenn Vince halt einfach die anderen mehr mit ins Boot holen würde. Ich glaube zum Beispiel auch, dass Shane zum Beispiel mehr in die MMA-Richtung irgendwie gehen würde. Also ein bisschen realistischere Richtung und so. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Und dann würde ich gerne mal hören, was Dirk zum Gimmick The Game von Triple H zu sagen hat, zu Triple H selber. Und ja, ich habe jetzt gut lange geredet. Es tut mir auch leid, dass es wieder so lang wurde. Einfach mal nachdenken, Dirk, und dann einmal raushauen, was du von The Game hältst, was du von der Idee hältst, dass Triple H vielleicht irgendwann mal alles übernimmt, so ein bisschen. Weil ich fand, bei NXT hat er schon bewiesen, dass er es anders kann, als es noch nicht im Fernsehen war. Und dann würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Und wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann gibt es auch noch ein paar 100, 101, 102. Nee, aber dann sag mir mal, was du dazu meinst. Falls du Triple H später noch hast, streich ihn einfach weg, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Wenn du einen nennst, den ich noch habe, werde ich es erwähnen, dass der auf dem und dem Platz ist. Aber damit wir ein bisschen Zeit einsparen, sagt man das nur kurz, redet halt jetzt schon drüber. Ich glaube, das wäre schon ganz cool, weil, wie gesagt, du hast meinen Undertaker ja schon geklaut, was nicht weiter wild ist, um Gottes Willen. Wir haben ja schon viel über ihn geredet vorher. Dann lass mal hören, was du auf Platz Nummer 8 hast. Da bin ich mal gespannt. Es wird mich vielleicht nicht überraschen, wenn es vielleicht auch dasselbe ist, weil ich glaube, über Triple H hast du so, wenn ich dich jetzt richtig einschätze, auch eigentlich eine relativ positive Meinung. Gut, Dirk, hau mal raus, was du jetzt zu meinem Platz 8 meinst und nenn deinen eigenen Platz 8. So, jetzt spreche ich nochmal ein, nämlich Triple H. Triple Edge. Dreimal so gut wie Edge. Ja, er kann es nicht lassen. Den Witz von Stupid Elia. Und ja, Triple H kann es auch nicht lassen. Er muss sich immer wieder den Titel holen. Er wurde aus McMahon hier Hunter Hess Helmsley wurde dann Triple H. Und er war nicht von Anfang an mit Stephanie zusammen, sondern erst mit China. Irgendwie hat China ihn geraten, damit er relevant bleibt in den Storylines, dass er ein Verhältnis in Storyline spielt mit Stephanie. Zu der Zeit war der Test zusammen mit Stephanie und irgendwie, also jedenfalls Storyline-technisch, und die wollten im Ring irgendwie heiraten. Plötzlich tauchte Triple H auf, hatte ein Video abgespielt und da hat er nämlich gefilmt, wie er Stephanie verschleppt hat, während sie in irgendein Betäubungsmittel geschlafen hat. Im Auto, die sind durch so ein Drive-In-Hochzeitsding gefahren, haben da geheiratet, ohne dass sie es wusste.
Naja, dann so sind die irgendwie miteinander verheiratet worden. Ich glaube, die haben später dann nochmal gefunden, ihre Liebe dann richtig zueinander gefunden und dann richtig geheiratet. Aber so fing das erstmal an. Und die Idee, dass Triple H mit Stephanie storyline-technisch ein Verhältnis beginnt und dass Chinas Idee war, also Triple H fand die Idee wohl so gut, dass er dann echt mit ihr eins angefangen hat. Und dann ja, stand China nachher irgendwie alleine da. Irgendwie Sünde. naja. Noch kurz. Also ich hatte hier mit Triple H das erste Mal als Triple H dann auch gesehen. Um die 2000 herum, so kurz nach WrestleMania, tauchte er als Champion auf, zusammen mit Stephanie im McMahon-Helmsley-Regime. Fehdete gerade mit The Rock und The Rock wollte ihn halt um den Titel herausfordern. Aber Triple H meinte: Nee, nee, du hast schon oft genug gegen mich gekämpft und so weiter. Aber The Rock meinte: Also, ich zeig dir, dass ich jeden besiegen kann, den du mir hinstellst. Egal wie, ich besiege den Typen. Und wenn ich das schaffe, dann musst du mir ein Titelmatch geben. Und sollte ich das nicht schaffen, dann wirst du The Rock nie wieder sehen. Heißt also, er hat seine Karriere aufs Spiel gestellt. Triple H schließt sich darauf ein, hat dann The Big Show als Gegner genommen. The Big Show zu der Zeit. Ziemlich stark und in körperlich wesentlich besserer Verfassung. Ja, Triple H hatte sich, seit ich den das letzte Mal gesehen habe, als Hunter Helmsley, ein bisschen verändert. Anderen Klamottenstil, ein bisschen mit Bart und ein bisschen mehr so gangstermäßig irgendwie. Ja, fand ich schon ganz cool. Dann halt hat The Rock hat das Match gehabt gegen Big Show und Special Referee war Shane McMahon. Er wollte natürlich nicht zählen, wenn The Rock ihn gerade pinnen wollte und so weiter. Irgendwann, irgendwie schien das Ganze chancenlos zu sein für The Rock. Dann kam plötzlich, ertönte plötzlich die Musik von Vince McMahon. Da habe ich dann auch gesehen, dass Vince McMahon der Boss ist. Vorher habe ich ihn nur als Kommentator wahrgenommen. Ja, er hat er hat zugunsten von The Rock angegriffen, hat seinen eigenen Sohn eine runtergehauen und irgendwie dann für den Sieg gesorgt von The Rock. Und ja, mir fällt gerade ein, dass das Ganze nicht nach WrestleMania, sondern irgendwie davor passiert ist. Nachher sollte The Rock den Titel noch bekommen, aber erst nach dieser WrestleMania, das war WrestleMania 2000, WrestleMania 16, mit Hilfe von Stone Cold. Gab es auch wieder einen Special Referee als Shane McMahon und irgendwie griff Stone Cold dann zugunsten von The Rock ein und dann, das war noch nachdem Stone Cold angekündigt hat und das kam mit den, wo der DX-Bus in die Luft gejagt wurde von Stone Cold. Übrigens hat mir dieser Rock am meisten gefallen. Ich habe erst gedacht, als ich The Rock sah, als ich ihn zum ersten Mal sah, davor habe ich Booker T gesehen und ich habe ehrlich gedacht, The Rock wäre eine Kopie von Booker T, sowas nachgemachtes oder so. Sollte ich mich nachher natürlich täuschen, das ist nachher was, schließlich war es umgekehrt. Aber das kann ja mal passieren. Jedenfalls fand ich The Rock dann um einiges geiler, auch wie der am Mikrofon war und so. So spannend fand ich das Match auch. Dieses da gegen Big Show, das war das erste Match, was ich mit The Rock hier gesehen habe. Ich fand es wirklich spannend. Und ich kannte The Rock noch nicht mal. Also, das sagt schon einiges aus.
Dann hatte ich noch wieder The Rocks Interviewsegmente, einfach unvergleichlich, sind die geilsten aller Zeiten. Ich hatte noch gesehen, wie The Rock dann zurückkam, irgendwann später mit Glatze. Und eine Fehde begann mit John Cena. Das fing ganz klein an. Irgendwie hat er mal im Interview sich über The Rock ausgelassen, dass er immer nur, also dass er die ganze Zeit, also dass John Cena eigentlich die ganze Zeit immer antritt und sich den Arsch aufreißt, die bei jeder Folge dabei ist und so. Also er meinte die Folge von SmackDown bzw. Raw. Und ja, The Rock, er kommt eigentlich nur, wenn er mal Bock hat. So ist nach Hollywood abgehauen, alle im Stich gelassen. So fing das Ganze, glaube ich, an. Dann die Fehde mit John Cena fand ich, verlief aber ziemlich einseitig. The Rock hat irgendwie am Mikro gar nichts verlernt, aber John Cena anscheinend. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Auf jeden Fall, erst hat The Rock gewonnen. Dann nachher John Cena. Das, da hätten sie sich, glaube ich, ja, ich hätte da lieber CM Punk weiter als Champion gesehen. The Rock muss den nicht unbedingt den Titel abnehmen. Ich habe inzwischen schon ein paar Einsprachen von mir doppelt aufgenommen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe. Falls ihr denkt, ich wiederhole mich gern, ja, manchmal mache ich das auch. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Dann, ja, The Rock habe ich auf Platz 8. War so ganz nebenbei. Und sonst wurde über ihn schon eigentlich vieles gesagt. Bevor ich noch an Robert weitergebe, wollte ich noch einmal kurz erläutern, was wegen Politik, sollte ja natürlich nicht zu sehr politisch werden. Ich wollte nur kurz erklären, dass die Sache mit dem Chlor trinken, die stammt nicht von Trump selbst. Er hatte da was gesagt bezüglich Desinfektionsmittel und Sonneneinstrahlung, also UV-Strahlung zur Bekämpfung von Viren. Er hatte in Aussicht gestellt, ob man das mal untersuchen sollte, ob man das nicht vielleicht mit einer Injektion beseitigen könnte oder auch mit Hilfe von Sonneneinstrahlen. Das wäre klasse, wenn man da mal nähere Untersuchungen machen könnte. Natürlich klingt das alles ein bisschen komisch und man muss aber trotzdem sagen, er hat nicht wortwörtlich gesagt, ja, man kann ja Desinfektionsmittel oder Chlorreiniger nehmen. So, hat er nicht. Und er wurde auch später darauf angesprochen, hat gesagt, dass das nicht ernst gemeint war. Also hat selber dann auch eingesehen, dass das, dass er das vielleicht lieber nicht hätte sagen sollen, so, weil das Wort dann fehlinterpretiert. Was die kommunistische Unterwanderung von Amerika angeht, da wurde Trump sozusagen als Paranoide bezeichnet. Manche fragen sich, wie er drauf kommt. Soll er einen totalen Knall haben, was weiß ich. Aber ich erkläre mal kurz genau, was er meint, denn die meisten wissen das gar nicht. Es gibt eine kommunistische Partei in China und zwar ist das die einzige Partei, die China hat. Er hat oft gegen China ausgeteilt. Die kommunistische Partei Chinas, KPC, hat ein Institut namens Konfuzius-Institut und dieses ist dafür da, um weltweit die Lehren des Konfuzius bzw. des Kommunismus zu verbreiten. Und ja, das fängt unter anderem damit an, dass man Kindern schon unter 3 Jahren die Erziehung dann lieber den Staat überlässt, anstatt den eigenen Eltern. Auch das ist ein Teil des Kommunismus. Dann sind Schulen und Universitäten in Amerika dort Mitglied, beziehungsweise
arbeiten mit dem Konfuzius-Institut zusammen und bekommen dafür finanzielle Unterstützung. Also eine richtige Finanzspritze. Und ja, was dann dabei rauskommt, kann man sich dann denken. Man möchte das irgendwie kommunistisch gestalten alles und bietet dafür dann Kohle. So, und die Schulen sagen dann wieder, ja, die Kohle brauche ich, wir machen mit. Oder nein, wir machen nicht mit. Aber wenn sie es machen, dann müssten sie es offenlegen. Jedenfalls mussten die das unter der Trump-Administration, heißt die Eltern sind vorgewarnt, wenn sie ihr Kind bzw. ihren Sohn, ihre Tochter dahin schicken. Und ja, inzwischen unter den Demokraten muss das nicht offengelegt werden. Also die wollen die Gesetze lieber so haben, dass man das für sich behält, weil die das irgendwie auch toll finden. Aber also im Prinzip stehen die Demokraten eng verbunden mit den Kommunisten zusammen, weil es dort dann auch ein bisschen mehr zu verdienen gibt. Also wenn man unter dem Tisch oder an der Hand ein bisschen was extra verdienen kann, warum nicht? Aber offiziell will man sich dann doch nicht so gerne dazu erkennen geben, weil das sehr verpönt ist. Zu Recht meiner Meinung nach. Ja, so viel dazu. Also das ist, kann jetzt jeder davon halten, was er will. Ich wollte nur mal kurz richtig stellen. Und ja, genug über Politik geredet. Mein Platz 8, The Rock. Und was hast du, Robert, auf... Warte mal kurz. Jetzt hatte ich das fast schon wieder vergessen. Du hast über die Kader gesprochen und Frauenwrestling. Ja, ich bin auch der Meinung, dass es viel zu viele Titel gibt. Man könnte das, also es gibt in Raw und SmackDown gibt es Tag Team Titel, was ich absolut überflüssig finde. Und dann gibt es auch noch den US Title und den Intercontinental Title. Finde ich, sollte man sich für einen entscheiden. Gleiches mit den Tag Team Titeln. Dann auch noch, ja, ob es jetzt Tag Team Titel geben muss für die Frauen, ja, dann reicht es auch, wenn man das in einen Kader macht, also SmackDown, Raw und NXT. Und NXT dann als C-Kader, finde ich erstmal in Ordnung, die Idee. Ein World Champion reicht eigentlich auch. Manchmal hat das Vorteile, zwei zu haben, aber irgendwie ist es dann auch für Neuzuschauer, finde ich das verwirrend, wenn es zwei Champions gibt. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit meiner Freundin gucke, irgendwie weiß sie dann natürlich noch nicht so genau, wer jetzt der Champion ist. Und da der Titel sowieso schon sehr häufig wechselt und wir dann auch gleich mehrere Titel haben, das ist dann so, als ob man zwischendurch mal Boxen guckt, so wie ich. Und ja, jedes Mal rennt er da mit gefühlte 45 Titelgürtel zum Ring und braucht eigentlich eine Schubkarre dafür. So, so ähnlich fühlt sich das auch an, wenn man mit jemandem Wrestling gucken möchte, der das eigentlich nicht so gerne, also beziehungsweise nicht mehr so auf der Pfanne hat. Ja, da wäre es schon mal ganz geil, wenn man weniger Titel hätte. Also ein Tag Team Titel reicht für die Männer, einer für die Frauen. Ich bin auch manchmal bin ich auch der Meinung, dass die Frauen überhaupt keine Tag Team Titel brauchen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann gibt es wie viele Frauentitel gibt es jetzt auch inzwischen wieder für jeden Kader ein. Finde ich auch überflüssig. Zwei reichen vollkommen, wenn nicht einer. Man könnte das so gestalten, dass man auf ein Kader halt den Women's Champion hat und dann noch den Cruiserweight Title zum Beispiel und den World Title. Man könnte dann die Tag Team Titel und den Intercontinental Titel auf den anderen Kader packen,
sodass es dann auch Relevanz hat, wenn man gerne Tag Team Wrestling sehen möchte, um die Titel, dann schaltet man halt bei NXT ein oder bei SmackDown oder was weiß ich, sodass nicht alles gleich ist. Heute ist alles irgendwie total gleich. Ob man jetzt Raw oder SmackDown guckt, irgendwie ist das gar kein Unterschied mehr. Irgendwie sind nur die Farben anders und das war's. Auch die Titelgürtel, ja, erst war der Universal Title rot, sah gut aus. Jetzt ist er blau. Ja, warum? Nur weil SmackDown blau ist, muss man jetzt da auch den Titel einfärben. Ja, weil das dann der SmackDown-Titel ist, aber irgendwie scheint es dann doch wieder am Ende keine Rolle zu spielen. Warum sehen die Titel vor allem gleich aus? Nur die Farbe ist wirklich, es ist nur die Farbe anders. Die Farbe des Leders. Und sonst war es das. Sonst ist da kein Unterschied zu sehen. Das war mal anders, hat mir da mehr gefallen. Ich glaube, man kann da noch vieles ändern. Aber wie Robert schon sagte, ich finde die Idee gut, dass sich die Brands bzw. die General Manager gegenseitig versuchen, die Wrestler abzuluxen, dass sie dann halt auch um die Vorteile kämpfen bzw. darum kämpfen, dass man dann den einen oder anderen Wrestler gewinnt für seinen Brand oder für seinen Kader. Man kann das eigentlich richtig schön gestalten, aber im Moment hat man da, ja, im Moment sind die Ideen irgendwie auch bezüglich Triple H und hier Vince McMahon. Da fand ich auch, Triple H hat das bei NXT aber alleine echt gut gemacht. Hatte da das alleinige Sagen, hat man auch gemerkt. Aber irgendwie dann wollte Vince McMahon das doch nicht mehr wegen AEW. Und ja, sieht man mal wieder Vince McMahon, alter Mann, der nicht mehr weiß, was er macht. Auch wieder so einer, der eigentlich mal langsam in Rente gehen sollte. Wieder mal. Also der schon mit überalteten Menschen zusammengearbeitet hat oder die als Chef hatte, weiß, was ich meine. Ich habe das fast ein bisschen mehr als 10 Jahre mitgemacht und mindestens die Hälfte davon war reine Zeitverschwendung. Ja, da kann ich es auch verstehen, wenn dann Wrestler lieber freiwillig nach AEW gehen, da zum Beispiel der Luke Harper, Brody Lee, hat gleich bei seinem ersten Auftritt gesagt, hatte da einen Wrestler angesprochen und gesagt, er wäre nicht der erste alte Mann, der nicht ernst genommen wird von ihm. Ja, ein guter Spruch gegen Vince McMahon. Auch ja, die Idee, dass also einer der Gründe, warum Luke Harper jetzt nicht mehr bei WWE bleiben wollte, war unter anderem auch, dass Vince McMahon ihn irgendwie nicht ernst genommen hat, dass er den irgendwie für, ja, schien ihn für einen Idioten zu halten. Fand ich auch, wenn das stimmt, also da muss ich wirklich sagen, dass ich gieße hier gerade die Nudeln ab. Ich habe Vince McMahon für viel intelligenter eingeschätzt und inzwischen scheint das zu schwinden. Ja, ob er Triple H das mal überlässt vollkommen, halte ich auch eher, also das ist Wunschdenken. Ich würde es auch geil finden, aber das wird Vince McMahon nicht machen. Ich glaube, das wird so ablaufen, dass es so ähnlich wie es bei CM Punk war, dass man einfach mit so einer Mischung aus leeren Versprechen und dass es am Ende immer heißt, ja, ich bin der Boss, ich habe das zu entscheiden, ich habe das letzte Wort, ist mir egal, bla bla bla. Und ja, so wie Chefs, gerade veraltete Chefs, das gerne machen, die gönnen das einen anderen nicht, außer die kriegen übertrieben viel Geld dafür, dass sie das dann verkaufen. Also Triple H wird es garantiert nicht umsonst bekommen.
die WWE und er wird wahrscheinlich eine Unmenge an Geld fordern. Auch obwohl er eigentlich reich genug ist, aber er ist ja nicht mehr der reichste Mann der Welt, Vince McMahon. Inzwischen wird er auch eine Menge Geld verloren haben, aber diese Massenentlassung, das hätte nicht sein müssen. WWE hat genug Geld, dass sie, also die haben genug verdient, sodass sie da auch aus Wrestling, aus dem WWE-Produkt eine Saisonstaffel machen könnten, so ähnlich wie bei anderen Sportarten oder wie bei einer Fernsehserie. Dafür wäre genug Geld da gewesen. Die Wrestler hätten sich dann entspannen können oder was weiß ich, Filme drehen oder Fist Network irgendwelche Serien. Da gibt es ja eigentlich, ja, da gibt es vieles, aber nicht wirklich was mich anspricht. Auch finde ich, gibt es da gibt es zu viel, aber halt nicht wirklich. Also, das gab mal eine schöne Serie auf dem Network, die gibt es nicht mehr. Die hieß hier Legends House. Die habe ich von Anfang bis Ende geguckt, fand ich geil. Und finde ich schade, dass sie das nicht weitergemacht haben. Dafür haben sie dann andere Sachen gemacht, wo die da am Tisch irgendwie essen. Und dann gab es noch dieses Drive Together, glaube ich, hieß das. Das fand ich auch noch okay, wenn dann die entsprechenden interessanten Wrestler dabei waren. Aber wenn sie dann da in gefühlt jede zweite Show, die haben wir, glaube ich, 20 Shows am Produzieren, gefühlte, und wenn sie da in jeder zweiten jetzt die Bella Twins reintun, hilft, also mich bringt das jedenfalls nicht dazu, dass ich es gucke. Und ja, auch hier die Frau von The Miz oder ihn selber, finde ich total uninteressant. Auch wenn er jetzt eine schöne Frau hat, ich weiß nicht, wie andere Leute denken, aber mich bringt das irgendwie nicht dazu, eine Fernsehserie mit zu verfolgen. Irgendwie muss das spannend sein und da gehört irgendwie noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Aber das ist ja alles Geschmackssache. Robert zum Beispiel findet The Miz wohl ganz in Ordnung. Soll er auch, man muss nicht immer einer Meinung sein. Ich zum Beispiel finde ihn aber langweilig. Vor kurzem hat er wieder den WWE-Titel gewonnen. Ich hatte mich kürzlich erst drüber aufgeregt, dass er den Money in the Bank-Koffer immer wieder bekommt. Und jetzt jetzt steht WrestleMania sozusagen vor der Tür, ich glaube noch einen Monat oder so. Und jetzt haben wir wieder, wie vor 10 Jahren, das ist genau 10 Jahre her, jetzt ist wieder, was dazu geführt hat, dass ich den, fand ich da, also den schlechtesten Main Event einer WrestleMania jemals fand. Das ist jetzt, das war vor 10 Jahren so und das ist jetzt wieder so, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn es da jetzt auch keine Zuschauer gibt, dann sehe ich dafür, für diese WrestleMania, sehe ich dafür schwarz. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir das überhaupt angucke. Die letzte Elimination Chamber, weiß ich auch nicht, ob ich mir das anschaue. Irgendwie finde ich, das entwickelt sich alles in eine Richtung, das gefällt mir einfach nicht. Und ja, bei AEW ist es ein bisschen anders. Da sind die Pay-Per-Views ganz geil. Vor kurzem habe ich hier gesehen, dass dieser Jungle Boy kommt jetzt mit Tarzan Boy rein als Entrance-Musik. Fand ich tierisch geil. Ist bei mir schon jetzt an die 20 Jahre her, dass ich mir sowas gewünscht hätte. Jetzt ist es ein bisschen spät, aber lieber zu spät als nie. Fand ich auf jeden Fall eine geile Idee. Und ja, wer das Lied nicht kennt, Tarzan Boy von Baltimora. Einfach mal reinhören. Geiler Song.
Ist auch ein geiles Lied für Karaoke. Wer Karaoke gerne mag, ist das. Das ist echt eine Stimmungskanone, das Lied. Ähnlich wie 99 Luftballons. In Japan kam es jedenfalls tierisch gut an. Ich war mal dort, habe da auch Karaoke mitgemacht und das kam sehr gut an. Da haben sie sogar Zugabe gefordert und ja, weil sie einfach das Lied mochten. Na? Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Frauenwrestling? Ja, Frauenwrestling finde ich im Moment irgendwie hat wieder stark abgenommen. Eine Zeit lang war es gut. Dann hat man wieder irgendwie zu viel Nonsens wieder reingemischt, finde ich. Ich bin dafür, dass Frauen durchaus das Mikrofon bekommen dürfen, wenn sie dann auch guten Stuff abliefern, so wie Iconics. Die finde ich, die haben das sehr unterhaltsam gemacht, im Gegensatz zu vielen ihren Kollegen. Aber man möchte das ja gerne so gestalten, dass man gleichwertig den Männern gegenüber das alles gleichberechtigt macht und dementsprechend auch vielen Frauen das Mikro in die Hand gibt. Dann finde ich, wäre es langweilig. Ich habe schon mal eine, ja, kurz vor WrestleMania war das, glaube ich. Da fing eine Raw oder eine SmackDown an mit einem Interview-Segment mit Sasha Banks und noch eine andere Frau. Jedenfalls fand ich das nicht besonders interessant, habe erstmal vorgespult und dann habe ich ungefähr eine Viertelstunde vorgespult und das Segment war dann immer noch nicht zu Ende und inzwischen waren da irgendwie 10 Frauen im Ring und am Ring und wollte jeder was sagen. Ja, toll, dann könnte jeder was sagen, aber dafür schalte ich ehrlich gesagt WWE nicht ein. Nur damit, nur um der Gleichberechtigung willen. Dass man da jeder das Mikro in die Hand gibt, dass jeder da was sagen kann. Also, ich bin für Gleichberechtigung und dafür, dass Frauen mehr eingesetzt werden, bin ich für. Aber es gibt auch eine Voraussetzung, unter der das stattfindet, genau wie es bei den Männern auch gilt. Gleiches Recht für alle bedeutet auch, dass das Können da sein muss. Und die Frauen werden genauso wie die Männer, werden trainiert in im Performance Center oder in Trainingscamps oder Schauspielerunterricht geschickt oder was weiß ich, bevor die da auftreten. Heißt, die müssen nicht vor dem Publikum erstmal üben. So. Na? Das stört mich bei WWE im Moment sehr, sehr stark, dass da immer nur belanglose Frauengespräche stattfinden. Wenn Vince McMahon mal richtig überlegt, das hat noch nie in der gesamten Wrestling-Geschichte zuvor Relevanz gehabt. Noch nie. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, Vince McMahon muss langsam mal abtreten. Nur weil man sich anpassen will, macht man das und mir gefällt das nicht. Also wenn die Frauen da miteinander reden, dann sollen die sich orientieren an an die Meister, die ans Mikrofon getreten sind, nämlich The Rock, Stone Cold, auch ein Hulk Hogan, Roddy Piper. Bret Hart hat das auch ganz ordentlich gemacht. Vor kurzem hatten die noch Enzo Amore, fand ich auch ziemlich cool am Mikro. Paul Heyman, der beste Mic Worker aller Zeiten, jedenfalls der noch im Business ist. Dann John Cena eigentlich auch sehr gut. Roman Reigns, wenn er darf, wenn er kann, hat dann aber als Ersatz dann Heyman. Falls ich noch jemanden vergessen habe, auf jeden Fall gibt es da vieles, woran man sich orientieren kann. Und man muss es ja nicht eins zu eins kopieren.
Ich finde zum Beispiel, dass Charlotte das überhaupt nicht hinbekommt, am Mikrofon überzeugend zu wirken. Ich finde es langweilig, was sie da labert. Auch wenn sie der Sohn von Ric Flair ist. Ich finde, sie hat nicht mal ansatzweise das Talent von ihm. Und wenn, dann sollte sie es auf Wrestling beschränken und nicht dauernd jedes Mal, wenn sie jetzt mal ein halbes Jahr nicht da war, dann, wenn sie zurückkommt, immer sofort einen Titel bekommt. Finde ich auch irgendwie blöd, die Idee. Wenn man um eine Titelchance kämpft, dann muss man auch um die Titelchance kämpfen und sich das Recht erkämpfen, finde ich. Und nicht nur, weil man jetzt zurück ist, ja gleich ein Titelmatch bekommen. Auch kein Tag-Team-Titelmatch oder was weiß ich. Also das zieht bei mir nicht. Frauenwrestling. Asuka finde ich cool. Bis vor kurzem war noch hier Kairi Sane dabei. Ich meine, inzwischen ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie dabei ist. Ihr Gimmick fand ich geil mit diesem Piraten-Gimmick mit einem Steuer im Arm und dann hier noch mit dem Fernglas und so und die Mucke. Ich fand das einfach, war eine coole Idee. Auch wie sie hier den Women's NXT-Title ausgepackt hat aus so einer Schatzkiste. Das gibt es als GIF für WhatsApp und für Telegram. Finde ich, ist eine geile Idee. Und ja, geiles Women's Match gab es mal bei NXT TakeOver UK. Ich meine, das war UK und das war Bayley gegen Asuka, nee, Quatsch, gegen hier Banks. Und das war eine ziemlich geile Veranstaltung. Da gab es auch das Debüt von Asuka. So muss man das machen. Und nicht irgendwie die ganzen Scheiße, die da einbringen. Das wird zu viel. Wenn WWE will, dass man mehr Einschaltquoten hat, müssen sie sich nicht wundern. Also bei dem, was sie gerade bringen, wenn das alles in den Keller sinkt, und das sinkt vor ein paar Jahren haben wir schon gedacht, tiefer geht es nicht mehr, aber es ist immer tiefer runtergegangen. Und inzwischen, ich frage mich, ob es WWE in ein paar Jahren, ob es das noch gibt. Ich habe das Gefühl, nein. Wenn, dann muss es komplett aus eigener Tasche finanziert werden. Und ja, jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde am Quatschen hier. Ja, ich glaube, ich habe alles durch. Ich habe über die Kader geredet, über Triple H, seine Nase. Muss nicht die Nase haben vom Vater. Ja, gebe ich Ihnen recht. Und wenn, ist auch egal. Ich gebe auch den Robert recht, dass Ric Flair könnte als General Manager wär ganz geil und dass er dann immer mit seinen ein paar Jahre lang einfach so macht. Wie beim Royal Rumble 1991, wo er gewonnen hat. Auf jeden Fall hat er dann mal ganz langsam gewuht und das kam auch ziemlich cool und da hat er auch eine richtig geile Promo danach abgehalten. Ja. Robert, was sagst du dazu? Und was hast du auf Platz 7? Leider endet Part 4 hier von Folge 4. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ich hatte einen kleinen Versprecher drin. Ich hatte die Charlotte als Sohn bezeichnet und nicht als Tochter von Ric Flair. Wenn ihr mir das verzeihen könnt, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Über einen königlichen Rumble freuen wir uns natürlich, über einen Rumble in the Jungle, einen Welcome to the Jungle oder einen Rumble in the Bronx. Also, let's get ready to rumble. Also, bis zum nächsten Mal beim nerdigen Klönschnack und dann einen schönen Osterdonnerstag. Ein Daumen hoch reicht auch.